wir kommen nun zum zweiten Beitrag vor der Pause. Und ich darf Ihnen Professorin Leonie Wagner vorstellen. Sie hat an der Gesamthochschule Kassel Sozialwesen studiert und in Sozialpädagogik promoviert. Nach der Promotion folgte dann im Jahr 2010 die Habilitation an der Universität Siegen mit der Venia Legendi für Sozialpädagogik und seit 2017 auch am Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildesheim. Es folgten die Vertretung einer Professur als wissenschaftliche Assistentin für den Bereich politische Bildung, Frauenbildung, Geschichte und Theorie sozialer Bewegungen an der Gesamthochschule Kassel und die Mitarbeit beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Projektträger des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, für die Betreuung des Förderbereichs Strategien zur Durchsetzung von Chancengleichheit für Frauen in Bildung und Forschung. Nach einer weiteren Vertretungsprofessur für Sozialwissenschaften und politische Systeme am Fachbereich Sozialwesen der FH Erfurt folgte dann im September 2004 die Berufung auf die Professur für Pädagogik und soziale Arbeit bei uns an der HWK, an der Fakultät M, Management sozialer Arbeit und Bauen am Standort Holzminden. Leonie Wagner hat seit 2021 in zahlreichen Forschungsprojekten mitgearbeitet bzw. diese geleitet. Ich konzentriere mich auf das Forschungsprojekt, dessen Ergebnisse im heutigen Vortrag vorgestellt werden, nämlich das BMBF-geförderte Projekt Jenseits der gläsernen Decke, Marginalisierungserfahrungen und Handlungsstrategien von Professorinnen an Universitäten und Fachhochschulen. In Kooperation mit Professorin Dr. Tanja Paulitz, damals RWTH Aachen, jetzt TU Darmstadt. Das Forschungsprojekt wurde in den Jahren 2010 bis 2017 vom BMBF in der Programmlinie Chancengleichheit für Frauen in Bildung und Forschung gefördert. Und im Rahmen des Projektes sind auch diverse Publikationen erschienen, unter anderem eine Handreichung für Gleichstellungs- und Hochschulpolitik, von der wir auch ein paar Exemplare mitgebracht haben. Sie liegen hinten am Büchertisch und Sie dürfen sie bei Interesse gerne mitnehmen. Ja, worum geht es in dem Forschungsprojekt Jenseits der gläsernen Decke? Vielleicht noch ganz in aller Kürze. Es geht um die Situation von Professorinnen und ihre Erfahrungen nach der Berufung. In dem über 4 Jahre geförderten Verbundprojekt wurde eine qualitative Befragung von insgesamt 108 Professorinnen und 25 Professoren mit und ohne Leitungserfahrung aus allen 4 Hochschultypen, also Universitäten, HAWs, Kunst- und Musikhochschulen, durchgeführt. Zusätzlich wurden noch 12 Interviews mit Expertinnen aus Gleichstellungspolitik und Wissenschaftsberatung mit integriert. Dazu wird Ihnen jetzt Leonie Wagner einen vertieften Einblick geben. Liebe Leonie, wir freuen uns auf die Vorstellung der Ergebnisse deines Forschungsprojektes Jenseits der gläsernen Decke, Professorin zwischen Anerkennung und Marginalisierung. Du hast das Wort. Ja, ich muss mal kurz die Brille noch aufsetzen, um einmal sozusagen die Aussicht zu genießen. Schön, dass so viele gekommen sind und auch viele, die ich ganz lange nicht gesehen habe, habe ich festgestellt. Ich möchte mich sehr herzlich für die Einladung bedanken und die Ehre, zu diesem Anlass eine Festrede halten zu dürfen. Nicola Hille hat mich gebeten, Ergebnisse aus dem Projekt, was sie ja schon vorgestellt hat, Jenseits der gläsernen Decke, Professorin zwischen Anerkennung und Marginalisierung, vorzustellen, was ich sehr gerne mache. Ich möchte zu meiner Biografie aber erst noch eins ergänzen. Meine hauptsächliche wissenschaftliche Sozialisation habe ich an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung, dem Archiv der Deutschen Frauenbewegung, absolviert. Und ich glaube, dass mich das beinahe mehr geprägt hat, als das, was ich sozusagen im Hochschulkontext mitgenommen habe. So, ich möchte deshalb, nicht nur deshalb, aber ich möchte meinen Beitrag aber sozusagen jetzt nicht nur auf die Erkenntnisse beziehen, die wir aus dem Projekt gewinnen konnten, sondern auch den Entstehungszusammenhang kurz erläutern, der neben wissenschaftlichen auch persönliche oder sagen wir mal lieber berufliche Anlässe aus meiner eigenen Tätigkeit als Professorin hatte. In Gesprächen mit befreundeten Professorinnen kam es öfter zu Situationen, in denen die eine oder die andere fragte, ist dir sowas schon mal passiert? Sowas, das waren dann regelmäßig Erfahrungen, in denen ein Erstaunen über Erlebnisse mit leider meist männlichen Kollegen geschildert wurden.
Und das Erstaunen bezog sich auf den Umgang miteinander, der von Asymmetrie geprägt war, in der die Kollegin nicht als Kollegin, also nicht als Gleichrangige behandelt wurde oder beziehungsweise sich so behandelt fühlte. Erzählt wurden zum Beispiel Erfahrungen der Nichtbeachtung von Wortbeiträgen, von Ausschlüssen durch informelle Vorabsprachen, von Nichtberücksichtigung fachlicher Expertise. Und diese Erfahrungen häuften sich, wenn die Kolleginnen ein Leitungsamt übernommen hatten. Dies war einer der Ausgangspunkte für das Forschungsprojekt, das ich gemeinsam mit Tanja Paulitz in den letzten 4 Jahren durchgeführt habe und für das wir eine Förderung des BMBF erhalten haben. Befragt wurden, das hat Nicola Hille jetzt freundlich schon erzählt sozusagen, das Sampling. Ja, und was wir dann fanden, hat uns tatsächlich doch auch wieder selbst überrascht. In dieser Deutlichkeit und insbesondere auch im Unterschied zu den Erfahrungen der interviewten männlichen Kollegen hatten wir das dann doch nicht oder nicht mehr erwartet. Uns war aber wichtig, nicht nur Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen zu sammeln, sondern auch zu erfahren, wie die befragten Professorinnen damit umgehen, welche Strategien und vielleicht klugen Umgangsweisen sie entwickelt und angewandt haben. Dazu werde ich am Ende des Beitrags noch etwas sagen. Einsteigen möchte ich mit einer kurzen Skizze des Forschungsstandes, und Sie müssen keine Angst haben, es ist wirklich sehr kurz. Im zweiten Teil werde ich dann ein paar Fortschritte durch unsere Hauptergebnisse machen und die markantesten Erkenntnisse benennen. Nachlesen kann man das da in dieser Broschüre, hat Nicola ja schon gesagt, liegt da hinten, so auch gerne zu mitnehmen und lesen. Und abschließend werde ich auf die Frage des Umgangs mit diesen Erfahrungen eingehen, beziehungsweise auf einzelne Barrieren, die derzeit verhindern, dass sich hier eine nachhaltige Veränderung einstellen kann. Was wir über Professorinnen nicht wissen. Man kann erstmal feststellen, in Bezug auf die Professur gibt es eine erstaunliche Lücke. Das stimmt nicht in Bezug auf die Zahlen und alles das, was Frau Hartung vorhin vorgetragen hat, keineswegs. Aber zur Situation und den Erfahrungen der Personen beziehen sich die meisten vorliegenden Untersuchungen auf die Promotions- und Postdoc-Phase, während eben die Situation von Frauen auf Professuren, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, eine weitgehende Leerstelle darstellt. Und dann gibt es dann noch eine andere Leerstelle, und das ist das, es geht vor allen Dingen um Universitäten. Das heißt, über andere Hochschultypen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, wissen wir, beziehungsweise über die gibt es schon, aber sozusagen über die Situation der Professorinnen gibt es so gut wie gar nichts. Um es kurz zu machen, derzeit wissen wir nicht viel über die Situation von Frauen, wenn sie die sogenannte gläserne Decke durchdrungen haben und sich in verantwortlichen und leitenden Positionen als Professorinnen, Dekaninnen, Präsidentinnen oder Vizerektorinnen befinden. Was wir aber wissen ist, dass Frauen auf Professuren und Leitungspositionen trotz bemerkenswerter Anstrengungen, die wurden ja eben sehr exquisit vorgetragen sozusagen, und auch Verbesserungen in den letzten Jahren, und ich möchte hier nochmal das Professorinnenprogramm des BMBF ganz besonders erwähnen, das ja, der 7. am Freitag, sozusagen in die 4. Phase gestartet wurde, dass Frauen sozusagen trotz all dieser Anstrengungen immer noch numerisch unterrepräsentiert sind. Und das bedeutet aus meiner Sicht auch, dass Gleichstellungspolitik an Hochschulen noch andere Felder adressieren muss, als diejenigen, die in den letzten Jahren verdienstvollerweise im Zentrum standen. Ich komme dann zum zweiten Teil und starte hier bei den Ergebnissen mit dem Ankommen auf der Professur. Zunächst ist erstmal festzuhalten, das fanden wir ganz toll, dass der Ruf einer Hochschule von allen unseren Interviewpartnerinnen als große Freude empfunden wurde oder wird. Dies zeigen einige Zitate wie: Oh Wahnsinn, es hat geklappt. Die Erfüllung eines Traums, an dem ich wirklich Jahrzehnte gearbeitet habe, oder auch ein unglaubliches Privileg. Wenn es hingegen um die Frage des Ankommens auf der Professur geht, gibt es zwar sehr unterschiedliche Berichte, die aber häufig zeigen, dass das sogenannte Onboarding an den meisten Hochschulen nicht optimal verläuft.
Eine unserer Interviewpartnerinnen aus einer Hochschule für angewandte Wissenschaften stellt dazu fest, also wie unkoordiniert das läuft, wie wenig Klarheit besteht, wie wenig Reglements bestehen. Außer der Tatsache, es gibt Wahlveranstaltungen und die Lehre ist irgendwie 18 SWS, gibt es kaum jemanden, der mir irgendwie zuschaut und der mir irgendetwas sagt. Das ist so sehr selbstbestimmt. Das ist ein schönes Gefühl, aber es gibt am Anfang auch ein Verlorenheitsgefühl. Und wenn man dann nicht irgendwie Menschen trifft, die einen begleiten und so ein bisschen unterstützen und einem etwas erklären, kann das schon ganz schön viel werden. Und hier möchte ich nur anmerken, dass natürlich für HAWs noch eine Besonderheit hinzukommt, nämlich dass sozusagen nicht alle Professorinnen, die an HAWs dann irgendwann unterkommen, eine klassische, in Anführungszeichen, Hochschulsozialisation durchlaufen haben. Das heißt, die kommen aus einem anderen Feld zurück in ein sehr spezifisches Milieu. Da komme ich später noch mal ein bisschen zu. Was auch interessant ist, ist, dass die befragten männlichen Kollegen nicht gleichermaßen von solchen Erfahrungen berichten. Sie sind häufig meist durch männliche Mentoren, und zwar entweder im Vorfeld schon oder dann, wenn sie sozusagen da den Ruf angenommen haben und die Professur antreten, viel besser vorbereitet. Diese Situation könnte im Prinzip leicht verändert werden, indem Frauen auf dem Weg zur Professur eine bessere Vorbereitung erhalten und beim Antritt eine gute Einführung, und zwar nicht nur über die Dienstwege, sondern auch darüber, wie Ute Simanski das ausdrückt, wie die Hochschule tickt. Damit kommen wir zum Themenbereich Informalität. Hochschulen gelten in der Organisationsforschung als lose gekoppelte Systeme oder, was mir besser gefällt, organisierte Anarchie. In diesen Gebilden spielt Informalität eine wichtige Rolle, wie auch in anderen Organisationstypen. Es ist nicht sozusagen spezifisch. Aber an den Hochschulen hat es nochmal einen höheren Grad, weil die Hierarchieebenen anders getaktet sind. Nun ist Informalität an sich noch kein Problem, kann aber ein Einfallstor für Marginalisierungen darstellen. Und diese Strukturen sind zudem weitaus schwieriger zu adressieren als die formalen Regelungen, insbesondere wenn sich dies auf private Zusammenhänge bezieht. Und dazu habe ich Ihnen das Zitat oben mitgebracht. Die gucken dann zusammen Fußball und trinken dann. Da werden auch viele Sachen ausgemacht, aber da habe ich jetzt zum Beispiel keinen Zugang und werde ihn auch nie kriegen. Leider sind es aber nicht nur solche Treffen, die in Entscheidungsprozesse an den Hochschulen hineinwirken. Unsere Interviewpartnerinnen berichten ebenso von Ausschlüssen aus eigentlich formalen Zusammenhängen. Hinzu kommt, dass auch hier unsere männlichen Interviewpartner weitaus weniger Erstaunen zeigten oder von Ausschlüssen berichteten. Sie werden scheinbar leichter in diese Kontexte integriert. Insofern wäre eine mögliche Lösung, andere Netzwerke oder auch Netzwerkstrukturen zu etablieren, in denen die Ergebnisse wichtiger offizieller Sitzungen vorberaten werden können. Was ich Ihnen jetzt da mitgebracht habe, ist zwar nicht das sozusagen ein offizielles Netzwerk, aber ein Beispiel dafür sozusagen, wie KollegInnen mit der Situation umgegangen sind. Da berichtet eine unserer Interviewpartnerinnen, und dann haben die neuen Kolleginnen mich aber sehr aufgenommen, auch in ihren Freundeskreis. Wir treffen uns immer jeden Dienstagabend zum Quatschen, Bier trinken, essen. Und so, da diskutieren wir auch über Hochschulpolitik. Das heißt, hier wurde sozusagen die Relevanz von Informalität und die Gründung von Netzwerken erkannt. Allerdings ist es nicht so, dass da sozusagen irgendein Netzwerk geöffnet wurde, sondern dass die neuen Kolleginnen sich selbst zusammengetan haben, um hier eins zu bilden. Da kann man sicherlich noch viel dran arbeiten. Ein anderes Themenfeld betrifft die Frage der Sichtbarkeit. Eine Voraussetzung für die eigene erfolgreiche Arbeit als Professorin ist, sichtbar zu werden. Sichtbarkeit und sich einbringen sind gleichzeitig Ressourcen, die häufig auch die Voraussetzung dafür sind, angefragt zu werden. Aber Sichtbarkeit lässt sich, wie unsere Analysen zeigen, nur begrenzt autonom, das heißt durch eigene Leistung oder Aktivitäten individuell erzeugen. Und dieses Ergebnis steht etwas konträr zur Meritokratieversprechen an Hochschulen, zu dem ich gleich nochmal komme. Sichtbarkeit wird in interaktiven und häufig informellen Praktiken der gegenseitigen Anerkennung hergestellt.
Zu diesen Praktiken zählen das Benennen von Leistungen, das Hervorheben von Bedeutung oder auch die explizite Bezugnahme auf Äußerungen und Beiträge, mit denen Wertschätzung für andere erkennbar wird. Demgegenüber kann das Nichtbenennen selbst großer Leistungen, Arbeitsaufwände und von Erfolgen unsichtbar machen. In unserer Untersuchung konnten wir verschiedene Praktiken identifizieren, die Sichtbarkeit einschränken, verhindern oder aber auch herstellen können. Das betrifft zum einen das Überhören oder Nichtwahrnehmen von Beiträgen von Frauen. Wie dieses oberste Zitat, gerade in so Meetings wird Frauen schlechter zugehört. Es geht aber bisweilen auch bis zur aktiven Verhinderung der Sichtbarmachung von Leistungen durch die Besetzung herausgehobener Positionen. Er ist natürlich der Sprecher des Projekts, weil er der Projektleiter ist. Ich agiere vorzugsweise im Hintergrund. Oder aber auch durch die aktive Verdrängung, wenn eine solche Position erreicht wurde. Also erstens mal habe ich langsam mitgekriegt, dass mir Informationen vorenthalten wurden und dass der Präsident agierte, wenn mein Ressort angefragt war. Ich wurde nicht vorgezeigt, ich wurde nicht genannt, ich wurde nicht hinzugezogen. Es ist ein bisschen schade, dass Herr Hudi jetzt schon weg ist. Eines meiner Lieblingsergebnisse betrifft die Arbeitsteilung zwischen Professorinnen und Professoren. Drei isländische Kolleginnen haben dieses Verhältnis mit der Überschrift Academic Housework prägnant beschrieben. Den Kern dieser Praktiken bilden festgefügte Geschlechterstereotype darüber, was Männer und Frauen wohl so am besten können. Das reicht vom Kaffeekochen und anderen Versorgungsleistungen, wie im ersten Zitat. Wer organisiert den Kaffee? Wer macht die Raumplanung? Wer ist für das Catering zuständig? Wer führt das Protokoll? Sämtliche Zuweisungen an Frauen. Es geht über Fleißaufgaben, mit denen zudem wenig Sichtbarkeit erreicht wird. Dass ich diesen Studienschwerpunkt leiste, das ist einfach so eine zusätzliche, sagen wir mal, Fleißarbeitsaufgabe. Und die wird sehr gerne an Frauen delegiert sozusagen. Mutter des Fachbereichs oder Kindergärtnerin des Instituts sind zwei Bezeichnungen, mit denen unsere Interviewpartnerinnen ihre diesbezüglichen Rollen kennzeichneten. Ich komme damit zu den Thematisierungsweisen von Geschlecht und nochmal genauer zu den Effekten dieses Meritokratieversprechens. Obwohl unsere Interviewpartnerinnen in ihren Erzählungen sehr offen sind und wir insofern auch die eben genannten Themen aus den Gesprächen rekonstruieren konnten, gibt es in vielen Interviews auffällige Einschränkungen. Mit Geschlecht hat das aber nichts zu tun. Dieses Zitat steht beispielhaft für eine Reihe ähnlich lautender Formulierungen. Im zweiten Zitat, da spielt nämlich das Geschlecht keine Rolle, für mich keine Rolle, oder vielleicht möchte ich das nicht, dass es eine Rolle spielt. In diesem Zitat wird von der Interviewten allerdings eine interessante Einschränkung gemacht. Oder vielleicht möchte ich das nicht. Den Hintergrund bilden aus den Interviews rekonstruierbare Vorstellungen von Hochschulen als rationale, sachbezogene Orte, in denen Anerkennung nach dem Leistungsprinzip organisiert ist. Unsere Interviews zeigen, Professorinnen wollen geschlechtsneutral, sachbezogen und rational wahrgenommen werden. Oder? Nämlich, weil man hat ja alle Kriterien erfüllt. Hochschulen werden insofern häufig als geschlechtsneutrale Orte gedacht und eben nicht als gendered organizations, wie Joan Ecker das bezeichnet hat. Das bedeutet nicht, dass Marginalisierungen nicht wahrgenommen werden. Sie werden nur selten auf die eigene Person bezogen. So sagt eine Interviewpartnerin, nö, ich eigentlich nicht. Also ich glaube, ich gehe auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein durch die Gegend, dass das nicht zulässt. Oder sie werden nicht an der Hochschule verortet. Also im Hochschulleben, finde ich, ist es auch recht neutral. Das ist auch nochmal anders als in der freien Wirtschaft. Diese Figur durchzieht im Übrigen die Forschung zu Professorinnen seit ihren Anfängen in den 1960er Jahren. Auf die Frage nach Benachteiligungen im Habilitationsprozess antworteten in einer Untersuchung von Petra Schindler aus dem Jahr 1962 18 von insgesamt 26 Teilnehmerinnen, das muss eine Vollerhebung gewesen sein, viel mehr Habilitanten können es gar nicht gegeben haben, also antworteten 18 dieser 26 Teilnehmerinnen, dass sie in ihrer Laufbahn keine Diskriminierung erfahren hätten.
schreiben das Jahr 1962. Lediglich 2 Befragte antworteten unentschieden. Eine in den 1980er Jahren veröffentlichte Studie von Angelika Wetterer trägt den insofern wegweisenden Titel: Ja, geben tut's das, aber mir ist das nie passiert. Ich habe zu Beginn angekündigt, am Ende etwas zu den guten Strategien und Umgehensweisen zu sagen, die wir in den Interviews gefunden haben. Es ist nicht so, dass es die gar nicht gäbe. Sie kommen aber trotz expliziter Nachfragen selten vor. Es hat nach meiner Einschätzung etwas damit zu tun, dass Geschlecht als Diskriminierungskategorie von den Professorinnen so schwer thematisierbar scheint. Es ist auch klar, dass sich diese Diskriminierungsform längst nicht mehr so offen präsentiert, wie zum Beispiel in einer Untersuchung von Peter Anger aus den 1950er Jahren, in denen die befragten Männer, Professoren, Frauen eine verminderte Eignung für die geforderte akademische Arbeit attestierten. Unsere Interviewpartnerinnen stellen diese Verschiebung auch teilweise deutlich fest. Diese verkappten Momente von Geschlechterungerechtigkeit in den Bewertungen, also in allem, was eigentlich symbolisch eher sich manifestiert und damit eben auch wirklich irgendwie auch nicht manifestiert. Oder es gibt ja keinen Mann, fast keinen Mann, der sagt, ich finde Frauen zum Kotzen und ich will nicht, dass sie eine Führungsebene haben oder Professorin werden oder das wäre ja einfacher, wenn es die gäbe. Viele unserer Interviewten haben Tipps für den Umgang mit Marginalisierung und erklären damit auch, warum sie sich selbst nicht betroffen fühlen. Häufig wird hier die richtige individuelle Einstellung, Souveränität, Selbstbewusstsein oder Durchsetzungsstärke genannt oder die Haltung, nicht alles so persönlich zu nehmen. Diese Tipps sind sicherlich im konkreten Alltag auf individueller Ebene hilfreich. Doch verstellen Sie auch den Blick auf die strukturellen Muster der Schwierigkeiten mit der Thematisierung von Geschlecht oder der geschlechtergerechten Hochschulkultur. Insofern geht es darum, mit dem Staunen über sowas aufzuhören, wenn Marginalisierung und Diskriminierung nicht mehr als Zufall oder Unfall erscheinen, könnte auch die Reaktion auf diese Praktiken schneller und deutlicher ausfallen. Wenn über sowas gesprochen wird, kann auch die Vorstellung, dass es sich um eine individuelle Ausnahmeerfahrung handelt oder auch mit Geschlecht nichts zu tun habe, durchbrochen und die strukturelle Seite sichtbar werden. Insofern sind individuelle Strategien des Umgangs die eine Seite, aber die deutliche Zurückweisung solcher Praktiken, auch wenn sie gegenüber KollegInnen stattfindet, ist die andere Seite. Wenn das sowas sich auf neue und interessante wissenschaftliche Erkenntnisse und Entdeckungen beziehen könnte und nicht auf den Umgang miteinander, wäre für die Kultur an Hochschulen viel erreicht. Vielen Dank.